Ja, es ist richtig. Ich bin der bartlose Atomulato geworden. Das ist Onujan neben mir. Und hast du was gegessen? Ich bin depressiv und hungrig. Ich will eigentlich gar nicht reden, wie mein Kopf wandert. So, Onujan hat mich gezwungen, mein Content zu wechseln. Ich hatte gar keinen Content. Wir machen jetzt Foodvlogs, Digga. Also ich, Onujan ist nur dabei, weil er umsonst essen will. Baby! Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf Atomulatos Kanal, der Kanal, der nach meinem Kanal der zweitbeste Kanal auf YouTube ist. Warte mal, warum machst du mein Intro? Ich zwinge Arthur jetzt Food-Videos zu machen, damit ich gratis essen kann, weil ich habe kein Geld mehr. Deshalb würde ich sagen, wir sind heute unterwegs in Dortmund. Geil, dann red du doch weiter, Digga, das ist für mein Kanal, Alter. Okay, ich hatte auf Instagram gefragt, ob ihr bestimmte Plätze habt, wo wir essen gehen sollen. Mir wurde vorgeschlagen, einmal Mr. Pizza. Was ist das für eine Pizza? Napoleonische, ne? Napolitanische Pizza. Napoleonische Pizza? Napolitanische. Napoleonisch. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein, ne? Los geht's los, ja, wir sind dabei. Mein Bruder, seht ihr das? Seht ihr das? Warte, ich muss noch Basilikum. 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 Junge, Junge. Guck dir das an, Alter. Guck dir das an. Oh mein Gott. Ein Tipp bei dieser Pizza. Onujan, mein Bruder hat mir das beigebracht. Ihr knickt das hier. Freunde, Pizza schön einrollen, damit alles drin bleibt. Und jetzt? Jetzt müsst ihr einen Beiß machen, aber nur einen. Beiß, mein Bruder. Beiß. Moro, Pizza gelutscht. Boah. Weltmeisterpizza, Freunde. Weltmeisterpizza. So. Guckt es euch an. Nehmt alles mit. Anne, wenn Emergemium da. Italienisch Gemma. Guck mal, ich sag euch offen und ehrlich. Würde ich nicht wissen, was Essen ist, würde ich nicht so aussehen. Boah. Und dann rein damit. Bismillah. Boah, aber Feierabend. Geisteskrank, Pizza, geisteskrank. Das schmeckt. Doldur moruk. Ja, aber Bruder, hast du gegessen oder hast du geatmet, Bruder? Wusstest du, diese napolitanische Pizza ist ja originale Pizza. Ja. Und da sind immer dieselben Zutaten eigentlich drauf. Käse, so Basilikum, Tomatensauce. Weißt du warum? Warum? Italienflagge. Oha! Onujan ist depressiv. Wir sind jetzt auf dem Weg zum zweiten Spot. Nach der Pizza, ich bin schon gut gesättigt, bin ich dir ehrlich. Ja, gute Vorspeise. Ja, Vorspeise. Der hat davor noch halbe Kuh gegessen. Soll ich mal daneben? Ihr habt schon Ähnlichkeit, Bro. Dein Vater hat Ähnlichkeit. Was ist das für ein Burger? Sucuk Cheese. Ich habe noch nie so einen weichen Burger in meiner Hand gehabt. Tschüss. Und? Kann er was oder kann er was? Das ist der geilste Burger, den ich jemals gegessen habe. Walla, das sagst du jetzt schon? Der sieht doch echt brutal aus, Digga. Sucuk, Beef, Käse. Mit Ei sogar. Sucuk Yumurta Burger. Beste Pommes? Keine Süßkartoffel, was? Schmeckt süßig. Tschakke, jo. Freunde, zweiter Burger. Ich denke, ihr wisst schon, was hier abgeht. Chili, Chicken. Cheese. Digga, das waren drei geile Wörter. Knuspriges Chicken, Chili Cheese, Sesam sehr weich. Ye oğlum ye. Ah, affere. Oğlum tamam ya, özledim. Der ist sehr nice. Die Kombination von Chicken und Chili Cheese, erste Mal gehabt. Weil so auf Beef Patty ist immer Standard so, aber ich sag jetzt schon, ich hab einer der besten Chicken, die ich je gegessen habe. Ja.
Und was sagst du? Chicken Chili Cheese. Walla. Das kommt richtig böse. Also wirklich. Das ist ganz okay. Alles gut? Wir sind jetzt bei Food King. Wir essen jetzt ein Chicken Taco. Chicken Taco? Chicken Taco. Chicken Taco. Mein Gott, der ist ja so kacke aus. Und was soll ich sagen? Guck mich mal. Ja, das ist halt nichts Neues, oder? Jetzt Crack ziehen. Freunde, kurze Lagebericht. Arthur ist Knockout. Arthur geht's gar nicht gut. Nächster Spot. Das ist Tostekme. Tostekme. Toast. Food King Dortmund, Brückstraße, Legendenspot. Wer aus Dortmund und Umgebung ist, weiß Bescheid. Ist auch TikTok-Trend gewesen. Ich würde sagen, ich probiere jetzt einfach. Probier, Arthur. Ich habe noch nie Tacos gegessen. Ernst, noch nie. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber hier seht ihr das Hähnchen mit Pommes und so einer Sause. Bruder, du hast aus Versehen die Alufolie gegessen, ja? Ein bisschen Aluminium ist nicht schlimm. Das braucht jeder Körper. Ja. Ja, kann er was? Ja. Füllung, Baba. Füllung, sehr gefüllt. Füllig. Füllig. Die Füllung ist füllig. Schmeckt takorisch. Fuß. Mexikanische Tacos, jeder weiß, ist eigentlich so eine Schale mit bisschen Hackfleisch und so. In Frankreich allgemein, Burger King, McDonald's hat Kacke gefressen. Dort gibt es so eine Kette O-Tacos und da geht sowas ab. Mh, das schmeckt. Ja, ich kann nicht mehr, Digga. Bruder, letzter Spot kommt. Noch ein Döner, Digga, dann sind wir fertig. Nee. Döner essen. Knusprig, riecht lecker. Nur Fleisch jetzt. Riecht auf jeden Fall nach Döner, denn Döner macht Döner. Osam, wie machst du das? Oder mehr Junge. Getränke. Das ist ehrlich, der Kavala. Delfinfleisch. Okay, erstes Pizza. Pizza war Pizza. Pizza war schon pizzahaftig, ne? Burgerfleisch. Burger hat Wurst, habe ich geschmeckt. Food King war ein Wrap und ein Taco. Kann man machen. Döner essen. Döner war sehr lecker, man hat auch gesehen, es hat mir sehr gut geschmeckt. Ich habe auch nochmal. Döner ist. Döner ist. Ich mag Döner. Döner war sehr lecker. Döner hat gut Döner geschmeckt. War eine 200. Und seine Zigarette. Okay, tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Abend.